Ja, guten Morgen, alle. Ich möchte Ihnen grüßen, von meiner Seite, auch in den Namen von unserem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass wir uns hier darben von dir so angestellt versammeln, taub, Leute singen. Ich denke, das ist wirklich eine Erbühung. Und Leute, die du taub posten und beposten, die Dach und ernte Dank. Ja, Möchte jemand tun, taubt am Anfang bei Psalm Kapitel 103, die erste 14 Verse überlesen, und du wirst Gedanken rücknehmen, Gedanken und Erntedank, und mein Thema existiert Leben als ein dankbarer Christ. Ecken du, was wir sind im Glauben gekommen, was wir uns darben als Christ nahen, durch Gott seine Gnade, bewies uns Leben dort, dass wir dankbar sind. Wenn wir uns von dir ein bisschen nachlassen, für was wir dankbar sind. Psalm 103, die erste 14 Vers. Lobe dem Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe dem Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben von Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Guten sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr übt Gerechtigkeit und schaf Recht allen Unterdrückten. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolt nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist von Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. But so weit. Das ist ein ganz bekannter Kapitel, ein bekannter Vers, was wir hier lesen können. Aber ich denke, das gilt, dass wir uns noch einmal von Freschen nachdenken, für was wir dankbar sind. Und der Schreiber hier, er fängt einfach an, lobe den Herrn meine Seele. Er sagt einfach mal zu seiner Seele, Gott muss loben und preisen. Und dann habe ich hier wieder Gedanken, für was wie Gott kann loben und preisen. Hier Vers 2 sagt dort, und verjährt nicht, was hat die Gäure zu tun haf. Was hat der Herr und uns Gäure zu tun? Weil soll ja fehl. Wir haben alle Tag so zu essen. Wir können dort nicht, wenn wir mal ein oder zwei Tage nicht zu essen haben. Wir können dort nicht zu hungern, wenn wir nicht Geld haben, was zu kaufen. Wir haben alle Tag so zu essen. Weil die von diesem Tag sind nur Millionen Familien, die können sich lange nicht alle Tag so zu essen. Die können lange nicht alle Tag eine Mahlzeit wirklich mal essen. Die haben hier und dort ein bisschen essen, sie wollen zu leben bleiben. Und dann sind noch Millionen Kinder, die können sich nicht so essen, nicht mal einmal den Weg. Und dann sind viele Kinder, die sterben einfach, wenn sie nicht genug essen haben. Die sind in eine arme Familie neugeboren, wo nicht genug essen ist, dann essen, wo nicht Geld ist. Haben wir mal eben nur gedacht, wir dankbar, wie kann sein, was der Herr uns hat lohnt, in eine Familie neugeboren, in eine mennonitische, gottesfreiche Familie, wo wir Gott haben kennengelernt und wo wir nichts zu essen haben. Ja, dort essen ist ein Port, aber geistliche ist ein anderer Port. Wir haben von klein an gelernt, wo du ein Gott ist, wo du ein Himmel ist, wo du ein Hall ist, wo du ein Satan ist, wo der Gauder war ich ist, wo der Schlachter war ich. Woran, wenn wir sind in eine gottesfreiche Familie neugeboren? Wir sind in eine mennonitische Familie neugeboren. Haben wir mal eben nur gedacht, wie viel wird uns dort Wahrlichkeit ist? Wenn wir dort nachdenken, dann haben wir viel Ursache bloß an dort gedacht, Gott wirklich dankbar zu sein. Und dann haben wir auch Menschen mit diesem Schreiber, der sagt, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, verjagt nicht, was er dir alles gehört getan hat. Sie alles, was wir haben, alles, was wir brauchen und essen, dort meint wieder kämpft nicht von uns selbst, sondern kämpft von Gott. Wegen alles gehört Gott. Gott gehört alles. Er hat alles gemerkt.
Und dann hier wieder, redet hier verstreut, durch die all deine Sünden verjährt und heult all deine Gebrechen. Verdankbar sei wie du, Herr, wird Gott du erst und unsere Sünden alle verjährt in Christus Jesus. Wir können uns dort nicht verdäumen mit unseren eigenen Worten. Wir können nicht so viel Gold tun, an was wir nun in den Himmel kommen. Wir können unseren Körper verbrennen, lebendig. Dort wird nicht teuren, an was wir in den Himmel wollen kreieren. An was Gott unsere Sünden wird vergeben. Dort erst allein und einzig und allein durch Jesus Christus, dort hat er erst an Kreuz gestorben und hat es dort unsere Sünden Schuld betont. Und wenn wir haben Buße getan über uns Leben, wir haben Jesus in unseren Hort neu gekriegt, wir haben dort den Glauben auch genommen, dann können wir mit dem sterben, durch die all deine Sünden verjährt und heult all deine Gebrechen, durch dein Leben von dort verdorben erlöst, und durch die krönen das mit Gnade immer in mit Barmherzigkeit. Wofür wird es uns dort? Dort hat uns erlöst von den Sünden dort. Wird er uns erlöst von der Hau. Und dort hat uns krönet mit Gnade. Warum sind wir unter Gott in die Gnade gekommen? Dort ist auch wahr bloß durch Jesus Christus. Dort ist durch den, der Jesus meinen deine Sünden vergeben hat. Dadurch sind wir unter diese scheine Gnade gekommen. Und wir leben und wir dürfen von der unter Gott in die Gnade leben. Und wir haben den Glauben auf euch genommen, der ist unter Gott in die Leib, der ist unter Gott in die Gnade. Wir haben aber noch nicht auf euch genommen Glauben, der lebt eigentlich nach unter den Zorn Gottes. Aber der Tiet ist noch einmal durch für die, die das kosten Glauben annehmen. Wenn Jesus Christus erst in diese Welt gekommen, um den Sünder säulig zu merken, sage ich 1. Timotheus 1, Vers 15 uns. Wofür wird es uns dort? Hier Vers 8 sage ich dort, barmherzig und gnädig ist der Herr. Wo gnädig ist er mir in die Was, wo er uns bedingungslos hat, alles vergeben. Du, wo wir in den Arm träumen, wie dein Buße, wie dein Jesus im Glauben annehmen, heute vergeben uns alles, heute wird weit in mehr Was schmieden. Und heute wird nicht mehr verholen. Wie Menschen sind auch leistet dort, da hat mir das getan, da hat mir dort getan, da hat mir Jan getan. Und ein Tag, wo Redner, der wird mit mir reden wollen, dann wird das alles verholen, wird das alles verfliehen, so das, was du und mir getan hast. Die dort waren sie natürlich am Ass. Gott tät nicht so dort. Gott tät unsere Sünden, die wir gegen ihn getan haben, in deutschen Meeren erschmieden. Jetzt ist jemand sehen, du hast deinen Zähn, hast Gott einen Zähn abgestaut für Satan und du hast ihn abgeschrieben, hier ist verboten zu fäschen. Hier dürfen die Sünden nicht wahre Träger über den holen. Die sind in Meeren erschmieden und du blieben dir. Keiner holte dir mehr fair. Unsere Sündenschuld ist betont mit Christus im Blut. Habe ich uns ja dankbar zu sein für dort. Und hier. Er wird nicht immer rechten mit uns, er wird nicht ewig zornig bleiben über uns, wenn wir seine Güte, seine Gnade, sein Glauben, oder wenn wir armen Glauben haben auch genommen, sind wir nicht mehr unter seinen Zorn. Dann sind wir unter seine Leuven, unter seine Gnade gekommen. Er hat nicht mit uns gehandelt, nur unsere Sündenschuld. So viel muss wir gesündigt haben, so viel Sünden ist wie vor allem getan haben, haben uns der Heil all so viel Mut verdient. Ganz klar, kein Zweifel, haben uns der Heil ganz verdient. Aber er handelt nicht mit uns, du nur. Er ist gnädig, er ist geduldig gewesen mit uns, hat nicht abgegeben mit uns, aber wir können ankommen, unsere Sündenschuld aufladen und wir können frei werden von Gottes Zorn. Ja, Gottes Gnade ist sehr groß. Hier Vers 11 sage ich dort, denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Gott seine Gnade ist sehr groß. Und wo hoch ist der Himmel über uns? Ich kann keiner aussprechen, kann keiner ausrechnen. Dort ist unendlich weit. Je wieder dort in der Welt alltäten kann, desto wieder ist dort. Der kann auch nicht sagen, so und so viele Millionen Jahren, Lichtjahren, du hast dort ein von den Himmel. Sieh der Himmel, ich rede nicht von dem bläber Himmel, der stirnen Welt, der stirnen Himmel, wird immer uns ist. Kein Scientifiker kann sich übernehmen zu sagen, so und so viele Millionen Kilometer durch dort ein. No, die wollten dort noch nicht. So hoch ist der Himmel immer uns ist, so groß ist Gott seine Gnade durch für uns, wenn wir am Fürchten tun. Und fragst du wie von Osten und von Westen, wo ist dort? Wer übernimmt es zu sagen, so und so weit ist dort? Dort ist kein ein. Da können wir nicht ausreden, wo wir dort wörtlich ist. Und hier wieder fürs Rädchen sage ich dort, kriegst du es wie aus Furcht uns über unsere Kinder erbarmen tun. Kriegst du erbarmt der Herr sich über die Jahre, die am Fürchten tun, die am Nachfolgen tun, die am Handeln glauben auch nun. Der Herr ist wörtlich gnädig. Und nicht bloß dort,
Gott weiß, wer er in dir sein. Jephes 14, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er weiß, wo wir sind. Er hat uns doch gemerkt. Er kennt uns. Er denkt daran, dort wir verarmlose Stoff sind. Der Teil von den Menschen sind zu groß, die blühen, sie ist eine Blume von Büten auf dem Fleck. Und wenn du einen Wind überjährt, einen Sturm überjährt, ist die Blume nicht mehr du. Dort war uns Leben von Gott aus. Und Gott denkt darum. Gott denkt um mich und die. Heu hat uns läuft. Heu will haben, wie sollen wir ankommen, wenn wir noch nicht sind. Und wenn wir sind angekommen, dann darf ich unter diese herrliche Gnut leben. Wofür wird es uns dort aus Kenia Gottes? Ich will nur 1. Timotheus blättern. Ich will dort 5 Vers lesen. Jedoch und wer wir sind, wer Gott ist. 1. Timotheus 5. Vers 5 und 5. 1. Timotheus Kapitel 5. Vers 5 und 5. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Habt ihr aber nur gedacht? Alles, was Gott gemerkt hat, ist gut. Nichts ist verwerflich. Nichts ist zu verachten. Wenn es mit Danksagung empfangen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Ja, hier, das Wort für uns auch gewarnt, wenn wir eten tun, oder wenn wir wollen danken, und ich denke, das ist ganz richtig, so dort, wenn wir fertlich danken tun für das Eten, was wir alle da kriegen tun, dann dürfen wir einfach mit Danksagung wir dort zu uns nehmen. Dann wird es geheiligt, durch das Wort Gottes und durch ein Gebet so zu sein. Übertreten wir den Punkt, alles, was Gott geschaffen hat, ist Gott. Wir und die haben er erschaffen. Wir sind Gott, wir sind sündig, aber danach sind wir nur einigermaßen Gott sein Ebenbild gemerkt. Wie ecken du aus dem Herrn Gottes? Wir haben nicht verreicht. Wir können immer wahrer vor Gott kommen mit unseren Sorgen, mit unseren Bitten, die wir haben. Und Gott, Jesus sagt zu uns, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Unsere Sorgen ab am Nab schmieden. Wo ich Stöckje 3 über reden dort. Wo meint dort? Die Sorgen loslassen ab am Nab schmieden. Heute hat für uns Sorgen. Wort von Ferreich ist dort für uns aus Kinder Gottes. Wenn wir hier mal Matthäus 7, Vers 7 lesen, hier ist ein gutes Bild, wo Jesus hier brücken wird. Matthäus Kapitel 7, Vers 7, bat euch auf. Hier sagt Jesus einfach zu uns, der wir am Hand und Glauben eugenommen, hier sagt er, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Große Verheißungen und uns aus Kinder Gottes. Frecht, bittet, so wird euch gegeben. Gott will immer wahrer gefrecht sein. Und damit haben wir bewiesen, dass wir abhängig von ihm sind. Dass wir das Salz nicht kennen, wir brücken Gott, wenn wir am Frauen tun. Und er sagt uns, was wir je vor. Er wird uns nicht irgendwas geben, was uns den Schulden deint, aber er wird uns dort geben, was uns können Segen sein. Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden. Segen, die wollen fein. Dort umklappen und ihm wird abgedun wollen. Dann wieder sagt Jesus, jeder einer, der Frauen dort, der bitten dort, der wird kriegen. Und wer der Sieg, der wird fängen, hier der 8. Vers. Und wer der wird unklappen, dem wird abgedun. Aber es ist ein Mensch, der, wenn sein Kind am nur Brot frieren hat, dem wird einen Stein geben. Wo meint er? Das ist, wenn uns nach dem Kind kommt und sagt, der, ihre Mama, mich hungert. Oh, du hast einen Stein, du hast nie gut, nie eht. Keiner von uns dort ist dort. Kriegst du, der Gott mit uns wird nicht so. Gott, der Jeff uns dort, wird uns fehlen dort. Aber wenn der Wort nur ein Fisch frieren, wir haben wollen eine Schlange geben. Ein ganz kleines Kind, du eine Schlange geben, weil das Kind kann verletzt werden. Eine Schlange wird das Kind bieten. Gott wird uns nicht wird geben, was uns den Schulden wird. Weil Jeff uns dort, wird Gott das für mich und die. Wenn uns Fleisch angemalt, oder uns innerlicher sein, vielleicht auch gleich mal dort über reinsterben. Aber Gott wird uns dort geben, was uns den Golden wird. Wenn wir das lange nicht ganz verstehen können, Gott hat immer ein Ziel mit dort. Hier fährst auf, wenn nun die böse sind, wenn die, wo die schlecht sind, wie sind Sünder, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht. Wie können unsere Kinder Gaudet geben? Uns ja auch scheuen, unsere Kinder Gaudet geben. Wenn wir die Geschenke heute überraschen, der jäfft dort eine Frère, dort ja scheuen. Aber wie
Dunne wird scheinet ein Eten geben, der freien sich, der Eten dort mit scheinen Schmack, dort ist einmal eine Freie. So wie, der wie schlechte Menschen sind, wie können unsere Kinder Gäure trinken, wie viel mehr wird ihnen vor den Himmel ihnen Gäure geben, wann die am Dunne nur freien. Mag wie dort war, Gott will die freien sein, und er wird uns Gäure geben. Dort wird wie Brücken da. Nicht immer dort, wo wir uns wünschen tun, wegen Launen nicht immer, sind unsere Wünsche mit dem Wort Gottes immer rein. Unsere Wünsche sind für uns basiert auf dem Wort Gottes. Wenn Gott uns immer dort geben, wo wir uns innerlich wünschen tun, dann können manchmal den Schlagen sein für uns. Aber der Herr weiß, was für uns gut ist. Und dort haben wir auch dankbar für sein, der Herr uns dort geben wird, was uns fehlen wird. Also, beten, freuen, der Herr wird uns geben. Dort hat Jesus hier Jesaja klar bestimmt und betont es dort. Hebräer 10, Vers 19, dort ist noch ein großes Verreich, dort wie aus Kinder Gottes dürfen haben. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, also wie aus Geschwister in dem Herrn, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Also, wenn wir sind zum Glauben gekommen, wir haben Christus im Blut angenommen, nun haben wir diese Freimütigkeit und wir dürfen in das Heiligtum kommen mit unseren Gebeten, durch den Geist, dürfen wir in das Heiligtum Gottes kommen und wir dürfen uns dort ausscheiden, wo uns dort wirklich geht in unserem Leben. In uns Kämmerlein gehen, wo Jesus von reden wird, wo wir allein gehen, wir scheiden uns aus. Ganz glück für unseren Führer. Wort von großen Verreicher, wie aus Sinja Gottes in Wahrheit. Dort haben die Weltmenschen nicht. Dort haben die Jahre nicht, die Jesus nicht haben im Glauben eingenommen. Dort haben die Verreich nicht. Du hast noch nicht dort waschen. Du hast die Sünde noch waschen. Du hast die Kluft waschen. Du hast die Sünde trennt von Gott. Wenn wir über unsere Sünden Schuld haben und Krieg gebracht, Jesus haben den Glauben eingenommen, dann ist die Kluft du warst, dann ist der Deich du warst, dann haben wir diese Freimütigkeit durch den Glauben an Jesus Christus, dass wir dürfen Glück nun vor an den Himmel kommen, Glück vor Gott kommen und wir dürfen unsere Anliegen, unsere Bitten du vor Gott bringen, unsere Sorgen ab am Abschmieden. Wegen heute wird du sein, heute wird er nehmen, heute wird er sorgen für uns, sag ich in seinem Wort. Und eigentlich jedoch und danken, ich denke, wir sollen nicht bloß von dir dankbar sein. Das soll uns anspornen, durch uns Leben alle Tag dankbar zu sein für Gott. Und dort mit unseren Worten auch bewiesen. Jesus ist ein sehr gutes Vorbild in dit, in Lukas Kapitel 10, wo Jesus beten wird zu seinem Führer. Und du merkst, wie, wo Jesus dem Führer alle ihr geben wird. Lukas Kapitel 10, Vers 21. So dass wir hier, wo Jesus, seine, wo Jesus das Heben der Kinder rutschen dort, heute dieses Heben der Kinder eine ganz besondere Macht geben, über die unreine Geister und so weiter. Und das Heim drei, und die werden voll frei, sie freuen sich, wo sie die Macht haben über die Dämonen. Jesus hat ihnen die Macht gegeben. Und dann sagt Jesus das hier, Vers 21, zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses den Weisen und Klugen verborgen und das den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Merkt wie, wo Jesus dem Führer alle ihr geben wird. Wo Jesus einfach sagt, ich preise die Führer. Und wo das Geheimnis der Weisen und der klugen Menschen, die so hoch ausgelegt sind, die können das Geheimnis von der Rahrung nicht verstehen. Aber da, wer nicht so hoch ausgelegt ist, nach der Kinder kann die Rahrung manchmal besser verstehen, als wie kluge Menschen werden können. Und du wirst Jesus so dankbar sein vor gegen Eva. Und die Rahrung zu verstehen, ist einfach. Weil wo der Brück, dort sind die Mütze dort und wo der Führer uns tragen wird und dann können wir das dort im Glauben annehmen. Dann werden wir nach Johannes Kapitel auf, dort durch die Gelegenheit, wo Jesus vor Lazarus in Grof wird, Lazarus wird begrüßt worden, der Mensch wird alle so trürig, der rohren durch alle, Jesus selbst wird trürig, heute auch rohren, aber merkt, wie wird von der dankbaren Einstellung Jesus sein Führer gegen Eva hoher. Johannes Kapitel 11, Vers 41 und 42.
Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Meint wie? Fura, ich danke dir, wo du mich erhört hast. So heute dem Fura einfach danken, du Fer. Wort von Grautet Verbot erst Jesus uns. Wo fährten du wie Gott danken? Für wort Gott du erst, wo der uns erhören dat. Was er uns erlöst hat, so ich habe eine lange Liste mehr, wofür er in die kann dankbar sein. Hier Vers 42, ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Sieht Jesus hört ganz klar, du erhörst mich alle Zeit, doch um der umstehenden Menschen willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Sieh, Jesus wird wichtig, der Menschenraum arm, der Sohn wird auch erkannt, wer er wird. Doch Gott am die Schäcke, wird heute Messias wird, in Wahrheit. Also Jesus, erst uns ein gutes Verbot, wenn heute Gott beten wird, heute Gott danken, du Fer. Wie kommen wir da, nur den nächsten Punkt. Jesus, heute hat uns die Rat von uns verdorben, wo wir schon von reden deuten, heute hat uns die Rat von der Finsternis, von der Hau, in Deuteronomium Kolosser Kapitel 3, Vers 17, abschließen und du werden mit heute Gedanken rücknehmen. Kolosser Kapitel 3, Vers 17. Und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, was das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Also, hier haben wir vor, wo sagen, alles, was wir tun, in Wort, in Werk, unsere Worten, was wir tun, unsere Arbeiten, was wir tun, unsere Wira, alles, was wir tun, dort sollen wir alles in den Namen von Jesus Christus tun. Hören wir auch? Das ist wie mit unseren Mädchenschwestern angehen, das ist wie bei unserer Arbeit sein, das ist wie bei unserer Familie sein. Hören wir alles in Jesus in den Namen tun. Und dann sollen wir Gott danken. Gott dankbar sein durch Jesus Christus. Dann habe ich noch Kolosser 1, Vers 12 und 14. Kolosser Kapitel 1, Vers 12. Hier auch war, indem ihr dem Vater Dank sagt. Unseren Führer im Himmel Dank sein, am Danken, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben an Erbe der Heiligen im Licht. Sie durch Gott, heute haben uns durch Gott ja wie deulhoftig sein, in der Herrlichkeit, in die Heiligkeit im Licht. Durch Jesus Christus ja wie in Licht Wandlung. Dann hier wieder Vers 13 und 14, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Er hat uns den Rat von Gott sein Zorn, von der Finsternis, von den Sünden los. Hat er uns losgekauft, freigemerkt. Er hat uns den Rat davon und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, ich wie in Satan sein Rückbein, wie du in Satan da mit unseren Worten, mit unseren Vira, unsere Glieder da in Satan da, wenn wir ihn verkaufen, ist Gloverie von den Sinn. Aber nun sind wir noch direkt von Jesus Christus nahe gekommen. Nie selber, das ist wie erste Sinn dein dein, so selber Jesus nie dein. Nicht habe Jesus freiwillig dein. Nicht brück wie nicht mehr, nicht mag wie nicht mehr der Sinn dein, wegen Jesus hat uns freigemerkt davon. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Also wir haben die Erlösung durch Christus sein Blut und wir sind vergeben worden von unserer Sündenschuld. Durch Christus sein dir das Blut. In wofür können wir noch dankbar sein? Für so viel. Aber ich will hier noch einen Punkt, wo wir uns hier ein bisschen betrachten. Und dort ist, sind wir dankbar für die Hoffnung, die wir in Christus Jesus haben. Dort werden wir uns 1. Petrus, Kapitel 1. Dort werden wir uns Wort Forschen lesen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Wort euch 12. Das ist ein längerer Abschnitt. Aber wenn wir so eine Vermerkung ich möchte hier was Gedanken rücknehmen in diesem Abschnitt. Jedoch und der Leben der Hoffnung, der wir aus Jünger Gottes haben, der wir gekriegt haben durch unseren Glauben an Jesus Christus, wo meint das für uns? Sei wie dankbar dafür. Und hier sagt der Schreiber, es steht, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden
durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Also, Gott soll gelobt und gepriesen worden durch Jesus Christus, wegen seiner großen Barmherzigkeit, sei wie wahre Geburt eine lebendige Hoffnung. Also, wenn wir das haben im Glauben auch genommen, dann sind wir wahre Geburt, dann haben wir ein Leben gehoben in uns, dort, wenn wir diese Welt waren verloren, den nächsten Moment, wo wir bei Jesus Christus sind, dann sind wir in Jesus in der Herrlichkeit bei. Es tut nicht durch natürlicher Tod erst, aber durch die Entrückung der Gemeinde. Dann lautet jedem mit unserem Körper, wo das will. Aber wir dürfen bei Jesus Christus sein, wenn wir am Hand im Glauben auch genommen. Und dort erst durch Gott seine große Barmherzigkeit, durch seine Gnade und seine Liebe, wird wie diese Leben gehoben in uns haben. Dann haben wir erst dort nicht so, na, ich hoffe doch, was ich drehe. Wenn ich wollte nicht gehoben tun, hoffentlich wird es danach vertun. Dort ist eine Tod gehoben. Dort ist keine Leben gehoben. Der Leben gehoben erst, wenn ich will sterben, den nächsten Moment, dann sei ich bei Jesus. Dann gehe ich eben, du wo Jesus ist. Mein Körper bleibt hier. Ja, der Körper verjährt. Alles, was wir sein, was wir können anfangen, dort wird alles vergehen. Rein alles. Himmel, den Himmel über uns, der Erde, in die, ans Körper wird vergehen. Über unsere Seele, der wird Eva und eine andere Welt nennen, du wo Jesus Christus ist, wenn wir am Hand Glauben auch genommen. Wenn wir dort nicht haben, dann wird eine andere Stelle haben. Und dort ist der Hall. Du bist schrecklich, weil bei Jesus, du bist herrlich, wenn Jesus du ist. Das ist eine Leben gehoben, die wir haben. Eine Frau ist, sei wie dankbar du fährst. Ich habe Gott loben und preisen für die lebende Hoffnung, die wir in Christus Jesus dürfen haben. Hier wieder sage ich dort, du hast ein Erbe heute gemerkt für uns, so wie sein, wir wollen was oben, wenn Gott uns vorher ist, wo wir den Himmel oben, und wer wird nach alles, du mit Biwort sein, und dort wird der Abbewort für uns im Himmel. Dort sage ich, dass wir in der Kraft Gottes bewahrt worden durch den Glauben. So wie waren bewahrt du Tau, dort wir dort waren ein Tag oben, durch den Glauben und Jesus Christus. Dort sage ich, dann werdet ihr euch Jubel freuen für das, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen. Wie wollten alle, wo dort ist, in der Anfechtung nachgeruhen. Wie gleichen dort nicht, wie wollen nicht, aber ab einmal selber du bist. Dann wird uns dort nicht scheuen, dann selber trürig, wie sein Bedreck. Aber dort ist eine karte Tiet. Und nur dort kommt der Frieden. Und wir waren bewahrt worden von unserem Glauben, hier Vers 7, und da du geprüft wird durch dort 4, zum Lob und Ehre und Herrlichkeit zur Folge der Offenbarung Jesu Christi, wo Jesus wird offenbart worden, zu der letzten Zeit. Ich möchte hier noch ein paar Vers lesen, im Psalm Kapitel 6, taunlich. Wer jedoch und Dankbarkeit, der Titel ist kurz, ich muss hier noch vor wie schlitten down, Psalm saßen da und ich lesen. Vers 5 in wieder. Das ist auch im Psalm von David geschrieben. Wie wollten David sein Leben? Dort der Säuer ab und du. Er hat Tiden, wo er säuermutig wird. Ab einmal hat er Tiden, wo er ganz bedrückt, ganz trürig wird. In sein Leben, der Säuer ab und du. Aber denken wir, Gott, wir mit an. Gott, wir mit am, und wir fangen, wenn wir hier mal was falsch lesen, Psalm 56, Vers 5, denn du, Herr, bist gut und vergibst gern, und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. So, der Schreiber hat erfahren, Gott, du bist gut, nicht erst gern vergeben. Das haben eigentlich auch manchmal in unserem Leben erfahren. Jesus ist treu, er ist reich, er vergibt uns immer wahr, du, wo wir uns schuldig machen, und wo wir uns versündigen und gehen am. Wenn wir Leute sein haben, über das, was wir getan haben, heute verjährt uns immer wahr. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir über unsere Sünden bekannt haben, sind wir trüben und gereich. Wir haben uns verjährt. Und dann reinigen wir uns. Wofür haben wir dort auch nicht erfahren? Gott ist immer wahr, trü. Jesus ist immer wahr, trü und gereich. Wir haben uns verjährt. Wenn wir unsere Sünden bekannt, wieder nur anbringen. Und dort hat das Psalm müssen wir auch erfahren. Du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Vernimm, o Herr, mein Gebet und achte auf die Stimme meines Flehens. An Tag meiner Not rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Sieh, das Schreiber, der hat erfahren, woher muss hangen, wenn eine Not wird. Er muss nur Gott gehen, er muss nur Jesus gehen. Und wie morgen, der Schreiber, der lebt im Glauben. Er hat ein Leben der Glauben an Gott, er hat seine Hoffnung auf Gott nachgesagt. Hier Vers 8, der Herr ist keiner gleich unter den Göttern. Sieh,
Viele Jahre, wie in der Janetit, ein Volk der diesen Aufgott umbeten, ein Volk den anderen Aufgott umbeten, und so mein Ola doch wieder drachte. Über David hauert hier so erklärt, keiner ist die Glück. Sie der Aufgott ist nicht, das ist eigentlich nicht. Du hast bloß ein Leben der Gott, den wir nicht sein können, aber der du hast verantwortet, mir in die gemerkt hast, und dort habe ich bloß Gläuven. Dort habe ich bloß erworben, wenn wir dort Gläuven, dann wird Gott du hast verantwortet. Hier Vers 9, alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, O Herr, und deinen Namen Ehre geben, denn du bist groß und tust Wunder, du bist Gott, du allein. Mike, wie der Schreiber, wo Gott alle ihr geben wird, er sagt, alle Völker wollen einen Tag nur die kommen, die wollen die, die ihr geben, die wollen die anbeten, denn der Schreiber sagt, du Gott bist groß, du bist Wunder, du bist Gott allein, sagt keiner. Aber dann habe ich ganz demütig hier Wort Gedanken. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich wandle in deine Wahrheit. Richte mein Herz auf das eine, dass ich deinen Namen fürchte. Mag wie Wort von Verlangen, das schrieb er hoch. Mag wie Wort von Verlangen, Wort Gott soll tun. Ich sage, wies mir, Herr, den Weg, du mag ich wandle in deine Wahrheit. Wies mir den Reich, der Weg, wo ich gehen soll, und du mein Hort ab dort eine Rechen, dort ich die nun wo fürchten, wo ich die nun wo hochheben. Mag wie der Schreiber hat so ein Däubert verlangen, Gott sein Willen zu tun, Gott sein Willen zu sehen, und dann auch tun. Und dort ist ein weiser Mensch. Wer Gott sein Willen sehen wird, in seinem Wort, durch ein Gebet, vielleicht unsere Geschwister freuen, im Namen von Gott sich geboren wird, dann dort auch tun. Gehorsam sein und dort tun. Nun hier Vers 12, ich will dich preisen, Herr, mein Gott, vom ganzen Herzen und deine Ehre erweisen auf ewig. Ich will dich preisen, ich will dich loben und preisen, Herr, mein Gott, vom ganzen Herzen. Warum? Wegen heute wir dankbar, heute haben sie im Vertrauen auf Gott gesagt, und heute wir froh in Gott, in sie im Vertrauen, was er auf Gott hat. Na, weil ich die nun ihr erwiesen, einmal ewig. Möcht ob ihr uns zu sehen, dort wie mit uns leben können bewiesen, dort wie der Leben die Hoffnung in uns haben, dort wie uns vertrauen ab Gott sagen, nicht ab irgendwas, nicht ab Menschen, vielleicht wird der so auf Herrn reden können, aber wird dit, aber dort, aber ja. Menschen, die wollen uns immer wieder enttäuschen, wenn dort Menschen sind, wenn dort nicht Gott ist. Wenn wir uns vertrauen ab Gott sagen, den wir nicht sein können, dann ist ein Wohl für uns ausgesprochen. Dann wird der Herr uns sehen. Möchte es dort bei uns sein. Ich wünsche, dass wir eine Anspornung gewahrt, eine Anspornung einfach dort wie mit unseren Worten Dankbarkeit bewiesen Gott gegen Eva. Möchte der Herr Gnade schenken, du Tau. Wer war abst du nach dem Beten, wo du posten lässt? Himmlischer Vater, wir danken dir, wo du uns Vater bist, wie wir deine Kinder sind. Und dort wie die Hand könnten Glauben annehmen, Jesus. Du dank wie dich für. Herr, wir haben uns ja die Farge Schriftstellen, eure Kirchen und gelesen, wo die was alle ihr haben, wo die alle ihr trafen dort. Und dort wie immer waren, dürfen die loben und preisen, und wie die immer waren, sollen den Dank durchbringen, wegen alles kämpft von dir. Und der Rahrung kämpft auch bloß durch die. Wie dürfen der Leben gehoben in durch die haben, Jesus. Du dank wie die von ganzem Herzen fair. Herr, wenn wir denken dann und ernten Dank, wo wir hier ursen so einen Sinn auch beziehen sahen und einfach uns näher loten, wo wir kein dankbar für sein, Herr, du hast so sehr viel. Wir haben nicht so sehr gut. Und dort kämpft alle von dir, wie erkennen dort. Herr, ich bete, musst du geirrt worden von dir, indem wir hier taub kommen, musst du dir kriegen durch. Und ich bete hier am Dienen Segen durch diesen Tag für uns alle. Amen. Und da ihr Platz nehmen.